Gold. Das letzte legale Steuersparmodell. Ein provokanter Titel? Ja, Sie haben recht. Aber warum habe ich ihn gewählt? Weil Sie die Wertentwicklung von Gold nach nur einem Jahr Haltedauer vollkommen steuerfrei vereinnahmen können. Damit ist Gold nicht alleine. Dasselbe gilt auch für Silber, Platin, Palladium, Diamanten und auch exotische Kapitalanlagen wie Kunst oder Whisky. Es ist aber ein mächtiges, absolut mächtiges Privileg gegenüber Aktien, Fonds, Immobilien und Zinsprodukte, die steuerpflichtig bzw. abgeltungssteuerpflichtig sind. Nach einem Jahr steuerfreier Wertzuwächse, was steckt dahinter? Welche Bedeutung hat es und warum wird diese Macht dieser Steuerfreiheit unterschätzt? Das zeige ich Ihnen nun. Bleiben Sie dran. Übrigens, gleich zu Beginn ein Hinweis. Mein Buch Gold und Silber für Einsteiger beinhaltet das Thema sehr viel ausführlicher, als ich dies jetzt in diesem Video tue. Dieses Buch können Sie bei Amazon bestellen. Sie finden den Link innerhalb der Videobeschreibung oder suchen Sie bei Amazon nach Gold und Silber für Einsteiger. Wie der Titel verrät, richtet sich dieses Buch an Einsteiger, die wissen wollen, worauf sie beim Kauf von der Auswahl achten wollen und wie sie ihre Edelmetalle am besten aufbewahren. Deshalb empfehle ich Ihnen ergänzend zu diesem Video die Lektüre dieses Buchs. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, Gold als das letzte legale Steuersparmodell. Wir gehen von einem Beispiel aus. Wir haben einen Anlagebetrag von 100.000 Euro zur Verfügung. Wenn 100.000 Euro nicht Ihre Kragenweite sind, das Beispiel funktioniert auch, wenn Sie einfach sagen, ich habe 10.000 Euro oder 1.000 Euro. Weiterhin gehen wir davon aus, dass wir in Gold und im Vergleich dazu in Aktien oder Fonds investieren und dass wir in beiden Fällen eine Vorsteuerrendite von 6% pro Jahr erzielen. Wir haben einen Anlagehorizont in diesem Beispiel von 25 Jahren. Das bedeutet, am Ende dieser 25 Jahre haben wir in beiden Fällen einen Wertzuwachs bzw. ein Gesamtvermögen von 430.000 Euro ungefähr. Also ein Wertzuwachs von 330.000 Euro oder 330% erzielt. Während die Wertentwicklung von Gold, da es ja das letzte legale Steuersparmodell ist, vollkommen steuerfrei vereinnahmt werden kann, werden bei den Fonds bzw. bei den Aktien rund 82.000 Euro Abgeltungssteuer fällig. Dazu kommt noch Solidaritätszuschlag und wenn Sie in der Kirche sind, auch noch Kirchensteuer, sodass die Abgaben noch wesentlich höher ausfallen. Dies hat letztendlich mit zur Folge, dass nach Steuern quasi Ihr Vermögen bei Aktienfonds auf 347.000 Euro schrumpft. Immer noch ein stattliches Vermögen. Es ist aber deutlich weniger, mehr als 23% weniger, als es bei Gold der Fall ist. Und um die Differenz von 347.000 auf 430.000 Euro auszugleichen, heißt das, dass Sie 4 Jahre lang länger investieren müssten, um auf denselben Nachsteuerbetrag zu kommen. Zusammengefasst lässt sich sagen, je höher der Anlagehorizont ist und damit je höher der Vorsteuergewinn, umso größer wird die Differenz zwischen der steuerfreien Wertentwicklung von Gold und der steuerpflichtigen Wertentwicklung von Aktien und Fonds. Um das alles besser vorstellbar oder greifbar zu machen, stellen wir uns einfach mal vor, wir alle wissen, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr aus und Sie benötigen zu Ihrem Rentenbeginn 430.000 Euro, das ist Ihr Sparziel, um Ihre private Rentenlücke zu schließen. Dann bedeutet es, ist ganz simpel, wenn Ihnen letztendlich nur 347.000 anstatt der 430.000 Euro zur Verfügung stehen zu Ihrem gewünschten Rentenbeginn, dass Sie halt 4 Jahre länger arbeiten müssen, 4 Jahre später in Rente gehen. Anstatt Rente mit 65 wird daraus Rente mit 69. Dazu kommt, was viele komplett unterschätzen, eine Haltedauer über 25 Jahre lang ist unrealistisch. Niemand behält seine Aktie 25 Jahre lang mit am Stück. Auch ganz simple Beispiele. Märkte und Geschäftsmodelle ändern sich. Vor 25 Jahren war Karstadt oder Quelle eine Aktie, die durchaus attraktiv war und ein attraktives Investment. Heute ist die Aktie fast ein wertloser Pennystock. Amazon hingegen ist heute, weil es den Versandhandel revolutioniert hat, der Place to be. Ob es das auch noch in 25 Jahren ist? Who knows? Keiner weiß es. Auch wenn es heute attraktiver ist, Amazon-Aktien zu besitzen. Die Welt ändert sich ständig. Die Folge ist, dass man regelmäßig umschichtet und von Aktie A in B und von B in C und von dort aus in Fonds D investiert. Aber bei jeder dieser Umschichtungen wird sofort die Abgeltungssteuer auf den erzielten Gewinn fällig. Dieses Geld fehlt Ihnen für die Reinvestition und damit für den Zinseszinseffekt. Die Folge dafür ist, dass letztendlich das Endvermögen nach diesen Umschichtungen wesentlich geringer ist, als wenn Sie komplett, so wie man es bei Gold quasi tun kann, über den Anlagehorizont es gehalten hätte. Gehen Sie einen Moment in sich, überlegen Sie, gucken Sie sich Ihre letzten Wertpapierabrechnung an. Wie häufig haben Sie
Teile oder ihr komplettes Portfolio umgeschichtet. Ist eine Umschichtungsdauer von 5 Jahren überhaupt realistisch oder gehören Sie zu denjenigen, die noch häufiger quasi mit umschichten? Bedenken Sie, immer wenn Sie umschichten und Gewinne realisieren, fehlt Ihnen Geld für den Zinseszinseffekt, denn die Abgeltungssteuer wird bei Aktien und Fonds immer sofort fällig. Auf unser Beispiel, das wir eben mit hatten, wo wir bei Gold brutto für netto die 430.000 Euro realisieren konnten und schon festgestellt hatten, dass ohne Umschichtung bei Aktien und Fonds aufgrund der Abgeltungssteuer Sie 4 Jahre länger arbeiten müssen, um Ihr Rentensparziel zu erreichen, heißt das, wenn Sie alle 5 Jahre umschichten, dass Sie nicht 4 Jahre, sondern 6 Jahre länger arbeiten müssen, um dieselbe Nachsteuererträge zu erzielen. Aus Ihrer Rente mit 65 ist eine Rente mit 71 geworden. Wie fühlt sich das an? Geben Sie mir als Zeichen einen Daumen nach oben unter diesem Video, wenn Sie spätestens mit 65 in Rente gehen wollen. Möchten Sie gerne länger arbeiten und erst mit 71 in Rente gehen? Einmal Daumen nach unten oder schreiben Sie einen Kommentar. Vielen Dank dafür. Handeln Sie jetzt. Übrigens, die Lebenserwartung in Deutschland liegt durchschnittlich bei 80 Jahren. Wenn Sie mit 71 erst in Rente gehen, haben Sie durchschnittlich nur noch 9 Jahre, um das zu machen, worauf Sie Spaß haben. Zu reisen, mit Ihrer Frau viel Zeit verbringen oder mit Ihrem Mann natürlich auch, mit Ihren Enkelkindern oder Ihren Hobbys. Sie verschenken quasi also auch Lebenszeit. Das war für mich persönlich die Motivation unter anderem, weshalb ich über 80% meines Vermögens in Edelmetalle investiert habe. Zum einen, weil ich davon überzeugt bin, dass dies eine goldrichtige Anlageentscheidung im wahrsten Sinne des Wortes mit ist. Und zum anderen, weil ich weiß, dass ich brutto wie netto meine Erträge realisieren kann und damit ein geringeres Anlagerisiko eingehe, um dieselben Erträge zu erzielen. Zusammengefasst lässt sich einfach mit sagen, wenn Sie auf steuerpflichtige Kapitalanlagen setzen, wie Aktien und Fonds, bedeutet das, dass Sie entweder mehr Geld fürs Alter zurücklegen müssen, länger arbeiten müssen oder ein deutlich höheres Anlagerisiko eingehen. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die steif maximal 5 oder 10% meines Portfolios investiere ich in Gold gehören, dann überlegen Sie sich unter Berücksichtigung der Vor- und Nachsteuerrendite, ob dieser kleine Anteil an Gold tatsächlich noch sachgemäß und inhaltlich richtig mit ist. Denn je höher Ihre Renditeerwartung hinsichtlich der Nachsteuerrendite ist, umso ein höheres Anlagerisiko müssen Sie eingehen. Vereinfacht quasi ausgedrückt, bei Gold, wo die Wertentwicklung brutto für netto vereinbart werden kann, also sprich die Vorsteuerrendite der Nachsteuerrendite anspricht, muss ich quasi ein geringeres Anlagerisiko eingehen, um eine gleiche Nachsteuerrendite zu bekommen, als es der Fall ist, wenn ich in Aktienfonds oder andere Wertpapiere investiere. Das ist der persönliche Grund, warum ich über 80% meines Vermögens in Gold und Silber investiert habe. Neben der Tatsache, dass ich denke, dass Gold und Silber eine im wahrsten Sinne des Wortes goldene Zukunft haben. In finanzmathematischen Modellen sagt man, dass je höher meine Renditeerwartung ist, ich ein umso größeres Anlagerisiko eingehe. Das umgehe ich damit. Ja, es gibt auch das Sprichwort, man soll nicht alle Eier in ein Nest quasi mit tun, das muss jeder für sich mit entscheiden. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, über 80% meines Vermögens in Edelmetalle zu investieren, weil es steuerlich attraktiv ist und weil ich auch persönlich eine Überzeugung habe, dass dies langfristig gesehen eine sehr große und gute Entscheidung quasi mit ist. Sie müssen für sich persönlich entscheiden, ob 10% Gold ausreicht oder ob Sie aufgrund der hohen Nachsteuerrendite letztendlich einen höheren Anteil auswählen. Machen wir ein simples Beispiel, um Ihnen zu erklären, was ich meine. Das gute alte Sparbuch hatte über viele Jahre oder Jahrzehnte konstant einen Zins von, sagen wir, 2% gebracht. Das ist heute auch nicht mehr so. Aber wenn Sie sich bildlich darstellen, war es ein Strich, der kontinuierlich angestiegen ist. Nicht steil, aber er ist kontinuierlich angestiegen. Es gab keine Wertschwankungen. Haben Sie in Aktien investiert, hat es dafür gesorgt, dass Sie höhere Erträge erzielt haben. Aber Sie sind auch ein höheres Anlagerisiko ausgegangen. Anstatt des geraden Striches hat das Erdbebenbarometer deutlich ausgeschlagen. Möchten Sie also eine Nachsteuerrendite von beispielsweise 6% pro Jahr erzielen, brauchen Sie bei abgeltungssteuerpflichtigen Kapitalanlagen wie Aktien und Fonds ungefähr 8-9% Vorsteuerrendite, um dieselbe Nachsteuerrendite zu erzielen. Ihr Anlagerisiko ist jetzt einfach mal modellhaft gesagt größer. Zusammengefasst noch einmal meine persönliche Motivation. Ich möchte weder bis 71 arbeiten, noch unnötig viel fürs Alter zur Seite legen jeden Monat. Und ich werde immer weniger zum risikofreudigen Anleger. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich mein privates Vermögen zu über 80% in Edelmetall investiert habe und damit steuerfreie Wertzuwächse erziele.
Ich kann damit ruhig schlafen, wenn im Fernsehen wieder schlechte Nachrichten aus Wirtschaft und Politik kommen. Und dann träume ich von mir als grauhaarigen, aber glücklichen Rentner. Wenn Sie jetzt dank dieses Videos nachdenklich geworden sind, dann empfehle ich Ihnen mein Buch Gold und Silber für Einsteiger, in dem ich dieses Thema noch ausführlicher behandle. Darüber hinaus erhalten Sie goldwerte Tipps zur Auswahl, Kauf und Aufbewahrung. Ich erkläre Ihnen, welche Barren und Münzen Sie kaufen sollten und welche nicht. Stelle Ihnen meine persönliche Anlagestrategie genauer vor, auch noch viele weitere Anlagestrategien. Sie werden anschließend in der Lage sein, eigenständig zu entscheiden, ob Edelmetalle für Sie in Betracht kommen oder nicht. Abonnieren Sie doch diesen YouTube-Kanal und klicken Sie die Glocke an, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Denn vielleicht ist das nächste Video auch über das Thema, das Sie brennend interessiert. Sie haben einen Wunsch, worüber ich reden soll? Schreiben Sie als Kommentar Ihre Videowünsche. Ich versuche, dieses aufzugreifen. Meine letzte Bitte, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann zeigen Sie es mir mit einem Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis demnächst.